rasant den Berg hoch. Wir, der Ortsverband von Bündnis 90 Die Grünen, sind unterwegs. Standesgemäß mit dem Fahrrad. Auf Tuchfühlung mit unserer liebenswerten Stadt. Für sie engagieren wir uns politisch, damit es erhalten bleibt und in manchen Bereichen noch lebenswerter wird. Wir wollen neuen Wohnraum ausschließlich auf vorhandenen Baulücken und im Bestand schaffen. Daher lehnen wir den geplanten ersten Abschnitt des Neubaugebietes Fallendaer Türchen von 5 Hektar mit 67 Bauplätzen ab. Wir wollen Flora und Fauna schützen und die wenigen noch bestehenden Naherholungsgebiete erhalten. Übrigens, die noch größere Streuobstwiese hinter der Baumreihe soll auch bald den Baggern zum Opfer fallen. Die Junglaststraße ist berühmt-berüchtigt, vor allem durch die in die Höhe ragenden Wohnblocks. Früher einmal begehrte Mietobjekte, sind sie heute größtenteils Sozialwohnungen mit allen Folgeproblemen. Aus unserer Sicht gilt es, eine Dezentralisierung anzustreben. Weiter zur Schwimmteichanlage Linderhohl. Beim Betreten der naturnahen Anlage wird ihre Einzigartigkeit sichtbar. Seit 2 Jahren geschlossen und leider nur noch für wenige gefiederte Bewohner nutzbar. Wir waren schon immer für den Erhalt der Schwimmteichanlage. Auch nach Ablehnung der Zuschüsse vom Bund haben wir uns für die Sanierung ausgesprochen. Sprich 50 Meter Bahn, neue Filteraufbereitungsanlage, um die Wasserqualität ohne Chlor zu halten. Am 6.5. hatte der Verbandsgemeinderat die Sanierung beschlossen. Dafür haben wir uns eingesetzt und jetzt ist es geschafft. Die Burg Grenzau mit ihrem in Deutschland einzigartigen dreieckigen Bergfried und der darunterliegende namensgleiche Stadtteil sind beliebte Ausflugsziele, auch von Fahrradtouristen. Ja, du, das schöne Grenzau. Das ist echt toll, ja. Nur wer mobil ist, kann voll am Leben in der Stadt teilnehmen. 4 von 5 Bürgern sind Radfahrer. Es gibt mehr Fahrräder als Autos. Vielen von uns sind die Wege nicht bekannt oder es gibt sie einfach nicht. Wir können hier viel für unsere Besucher und für die Menschen in der Stadt tun. Der Sängerplatz auf dem Weg zur Grillhütte. Früher ein beliebter Treffpunkt der Bürger zu den Festen der Gesangsvereine. Auch diese grünen Flächen, zum Teil landwirtschaftlich genutzt, Streuobstwiesen und wertvolle Biotope, sollen nach dem Willen der zurzeit herrschenden Mehrheit im Stadtrat zugebaut werden. Hier ist ein Gewerbegebiet geplant, bis fast an die Gemarkungsgrenze der Stadt. Nur ein Steinwurf davon entfernt, ein geschütztes Kulturdenkmal. Heute sind noch 33 Grabsteine auf dem 1880 angelegten Judenfriedhof erhalten. In Gedenken an die unrühmliche deutsche Vergangenheit führt unser Weg durch die Seiferwiese, auch bekannt als Judengasse. Was uns eint, ist das Menschsein. Und unsere Verschiedenartigkeit ist eine Bereicherung, wenn wir möglichst wertschätzend und ohne Ressentiments miteinander leben. Was mir an Hörgrenzhausen besonders gefällt, ist die große Vielfalt der Menschen, die hier leben. In den Kitas, Schulen und Vereinen erfahren unsere Kinder, dass wir unterschiedliche Talente, Defizite, Interessen und Stärken haben. Diese Aufgeschlossenheit in Hörgrenzhausen ist für mich attraktiv und schützenswert. Wir unterstützen den geplanten Begegnungsplatz, der von Bewohnern des Marienheims, der Altenheime und Schülern der Goetheschule mit Leben gefüllt werden soll. Hörgrenzhausen, die Kannenbäckerstadt? Keramik ist weit mehr. Wissenschaft, Forschung und Kunst in Hochschulen und Instituten haben Hörgrenzhausen weltweit Anerkennung gebracht.
Unser Ziel ist, dass einheimische Betriebe davon profitieren. Die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Besonderheiten von Hürgrenzhausen wollen wir sichtbar und erlebbar machen für uns, die wir hier leben, und für die, die uns hier besuchen. Unser Weg in der Hermann-Geisen-Straße führt uns vorbei am Kinderschutzbund und der zweiten Heimat, Jugend- und Kulturzentrum. Noch befindet sie sich im Stadtteil Grenzhausen. Bald wird sie angesiedelt sein im Stadtteil Höher, direkt am Alexanderplatz. Der Bereich Alexanderplatz ist schon seit Generationen ein Ort, wo man sich trifft und miteinander redet. Im Bebauungsplan wird dieses Gebiet Neue Mitte Höher genannt. Gemeint ist der Bau eines Kultur- und Bürgerzentrums mit integriertem Jugendzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Fruchtsaftkälterei Weber. Dieses Projekt werden wir begleiten und optimieren. Eine zeitgemäße Jugend-, Senioren- und Kulturarbeit ist uns wichtig. Die Bürger von Hürgrenzhausen sollen davon in ihrem Alltag profitieren. Wie gesagt, für uns ist Hürgrenzhausen eine lebens- und liebenswerte Heimatstadt. Bienen würden uns Grüne wählen.